An der Gedenktafel an der Muldenbrücke trafen sich bereits am 14. April Bürger und Bürgerinnen der Stadt. Hier trafen 1945 amerikanische und deutsche Soldaten im Kampf um Leben und Tod aufeinander. Sven Krause, Vorsitzender des Geschichtsvereins Rochlitz, erinnerte an die entscheidende Befreiungsschlacht und gedachte mit einer Schweigeminute an die Opfer. Vor 70 Jahren kam der 1939 von Deutschland ausgegangene Weltkrieg auch in unsere Heimatstadt zurück. Amerikanische Panzerverbände und Kampfgruppen kamen über Thüringen nach Westsachsen hinein und somit auch nach Rochlitz. Die Stadt Rochlitz erlebte in einem Gefecht eine unmittelbare Kriegsschlacht in ihren Mauern, die gleichzeitig auch die Befreiungsschlacht vom Nationalsozialismus gewesen ist. An diesem Tag hat Rochlitz eine Schlacht gehabt und für viele amerikanische Soldaten, die hier gewesen sind, war es gleichzeitig letzte Schlacht des Krieges, bevor am 15. April 1945 beide Brückenköpfe unserer Muldenbrücke erobert waren und damit das Gebiet von den Amerikanern besetzt wurde. Einen Tag später organisierten Mitglieder des Vereins Sächsische Israelfreunde einen Marsch des Lebens durch Rochlitz. Damit erinnerten sie an die Zwangsarbeiterinnen der Außenstelle des KZ Flossenburg. Ziel des Marschs war die Ecke an der Poststraße und Seminarstraße. Gemeinsam mit den Jugendlichen des Projektes Zeitenspringer weihte Oberbürgermeisterin Kerstin Arndt den Gedenkstein an der Rochlitzer Seminarstraße an diesem Tag ein. Der Stein aus Rochlitzer Porphyr versinnbildlicht zum einen die Heimat und zum anderen die Spuren der Rochlitzer Stadtgeschichte. Er wird mahnend an die Vergangenheit erinnern und auch wegweisend in die Zukunft blicken, so Oberbürgermeisterin Kerstin Arndt. Rund 200 Menschen, zum Teil mit Bannern, Flaggen und Transparenten, nahmen an diesem Tag teil, der vor allem im Zeichen des Nichtvergessens stand. 70 Jahre Befreiung vom Nationalsozialismus bedeutet vor allen Dingen für mich, weil ich die grauenvolle Zeit nicht erlebt habe, dass wir in Frieden leben, ohne Angst vor den nächsten Tagen, dass wir diesen Frieden eigentlich als selbstverständlich betrachten können, aber es ist für mich eben auch eine Herausforderung, genau für diesen Frieden und für das Wohlergehen der Stadt immer wieder mich einzusetzen und auch immer wieder daran zu appellieren, dass wir eben das, was vor 70 Jahren beendet wurde, zum Glück beendet wurde, nicht vergessen dürfen, sondern an die Grauen erinnern, um auch für die Zukunft zu wissen, wo wollen wir hingehen. Vor allem für die Zukunft hat man nun einen Ort der Mahnung und Erinnerung geschaffen. Denn das Schicksal der jüdischen Zwangsarbeiterinnen ist ein Teil der Rochlitzer Stadtgeschichte, die auch für die zukünftigen Generationen erhalten bleiben muss und nicht in Vergessenheit geraten darf.